bin Noemi Rüegg, ich bin 20 und ich fokussiere mich jetzt auch seit diesem Jahr echt voll auf den Radsport. Das hat sehr früh eigentlich angefangen. Mein Papi war früher Trainer von unserem Veloclub. Er hat das Mountainbike-Training geleitet bei uns. Und dann habe ich mich wie immer ein bisschen gezwungen gefühlt, um mit ihm mitzugehen. Mich hat es selber an mich immer ein bisschen angeguckt. Als ich in die Oberstufe kam, so mit etwa 13, mit dem Velo jeden Tag in die Schule und heim fahren, hat mir das so eine Freude gemacht. Ich habe mich wie einfach so frei gefühlt und bin eigentlich gleich darauf runter, mein erstes Radquerrennen gefahren. Und ich weiss noch genau, ich bin ins Ziel gekommen und ich hatte so ja, halbe Freudentränen in den Augen, weil ich gewusst habe, das ist das, was ich gesucht habe. Das ist das, was mich mega erfüllt und glücklich macht. Und ja, seitdem bin ich jede freie Minute auf dem Velo. Dazumal ist es überhaupt nicht um das Resultat gegangen, sondern einfach, dass ich Freude habe an dem, was ich mache. In meinem ersten Juniorenjahr hatte ich meinen ersten grossen Erfolg gehabt. Ich bin dann dreifache Schweizermeisterin geworden. Und eigentlich ab dem Moment hat sich so ein bisschen angefangen herauszukristallisieren, dass ich das wirklich auch weiterhin machen möchte, dass das mein grosses Ziel ist. Und ich habe Talent in dem Hand. Ich war hier in der Lehre und habe gewusst, ich muss die drei Jahre irgendwie durchbringen. Und das waren schon drei taffe Jahre gewesen. Und das hat schon ein paar Momente gegeben, die sehr schwierig waren. Nach drei Jahren bin ich fertig und habe mich mega gefreut auf etwas mehr Zeit. Ich konnte dann meine ersten Erfahrungen auf World Tour Level machen, auch viele grosse Rennen fahren. Und dann ja, habe ich den Vertrag mit Jumbo Visma unterschrieben. Ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt schon die Chance bekomme, auf so grossem, hohem Niveau zu fahren. Ich bin jetzt hier in Spanien, ein Tag vor meinem ersten Wettkampf mit Jumbo Visma. Und jetzt heute Abend haben wir ein Team-Meeting im grossen Bus drin und so mit Fernsehen und alles. Und es war einfach so crazy gewesen. Also wirklich, und der ganze Support da ist einfach so unglaublich. Es ist irgendwie viel schöner, als ich es mir je vorgestellt habe. Und ich mache mir schon ein bisschen Druck. Ich will halt alles richtig machen und den Job möglichst gut machen und das Team stolz machen. Darum ja, bin ich schon ein bisschen nervös, aber eigentlich deutsche Teil.